Dominik. Toffel. Götzen. Oh. Toffel. okay. Es hat besser funktioniert als ich gedacht. Hervorragend geplant. Ja, willkommen bei, ich glaube, dem ersten Modern Masters Draft. Ja. Mit mir. Und Special Guest Dominik Götzen. Ihr kennt mich aus bekannten Serien wie Götzen und Götzen. Okay. Gucken wir in diesen relativ unüberzeugenden Booster, oder? Der ist so schlecht. Wir haben zwei Rares. Ja, die sind beide wirklich nicht so. Wir haben die Baumgrid, welche wirklich absurd gut ist, wenn man sie... Wenn man rumwart und man muss rumwart. Genau, in dem richtigen Deck hat. Und das nächste wäre irgendwie so Tumble Magnet oder Grim Affliction. Also All Suns Dawn ist super im Sealed. Ich weiß halt nicht, ob so 5-Color irgendwas klappt im Draft. Ich schon sehr langsam. Hätte da wenig Bock drauf. Aber nehmen wir hier das Greed? Sind wir hier Greed? Weil, also, das sieht so nach der Karte aus mit der höchsten Absicht. Ich glaube, Tumble Magnet ist, glaube ich, am besten. Weil ja, ich mag Tumble Magnet, danke. Nehmen wir Greed? Sind wir greedy? Ja, wir sind greedy. Okay. Also, ich hätte Grim Affliction über Tumble Magnet. Oder ich hätte Bounce Land über Tumble Magnet genommen. Mir sicher. Also, die Round Grid ist nicht, ist natürlich ein bisschen awkward, mit einer Karte anzufangen, die gleich eine lineare Strategie braucht. Ja. Also wir brauchen ja wirklich viele Spirits für diese Sache. Aber dadurch, dass die Qualität der anderen Karten viel zu schlecht war, lohnt es sich vielleicht einfach sowas als Option offen zu haben. Ich meine, ja, das Bounce wäre nicht verkehrt gewesen, aber Draft ist nochmal ein bisschen anders erzielt. Ja. Aber hier, glaube ich, kriegen wir so ein kleines Signal, hint. Genau, ich finde den Pick super eindeutig. Nämlich, ich glaube, der wird generell unterschätzt. Ja, ich finde ihn fantastisch, der macht mega Bock. Der hat leider so ein bisschen das Problem, dass er genau in einem Deck landet, sozusagen. Ja. Und na gut, das 5-Color-Deck können den halt manchmal auch haben, aber das hat früher meistens mehr zu tun, als das zu spielen. Und das ist auch eine Kreatur, die man eher früher legen will, als später. Tja klar, 3x3, 3 ist ja schon gut. Cool ist, dass man gegnerischen Kreaturen auch Shroud geben kann. Ja, wenn die Marken haben, aber... Ja. Nee, ich finde hier eindeutig als Elemente und eine der besten Karten. Ist fantastisch. Okay. Ich persönlich bin ein sehr großer Fan von diesem grün-weißen Token-Deck. Ja. Und ja, wenn man einfach mal so ein gutes grün-weißes Token-Deck in die Hand genommen hat, dann merkt man, dass man eigentlich nie wieder irgendwas anderes spielen will. Ja. Also ich finde den Booster super cool, weil er eigentlich so im Kampfslot einfach quasi Archetypen kann man hier sehr gut sehen, nämlich mit Scion of the Wild das Token Deck, mit Domming Bird das Graph Deck und mit Glinthog Eide eines der besten Affinity Comes. Und ich denke jetzt, da wir schon irgendwie Bock haben auf Tokens, weil wir das Elemental haben, spricht einiges für den Scion. Ich höre immer wieder, dass viele das Necrogenesis lieben. Ich habe es selbst leider noch nicht gecastet. Ja, es ist auf jeden Fall. Würde auch ganz gut passen, so bislang, aber... Ja, das ist jetzt zwischen Necrogenesis und Scion. Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Engine-Karte, also sowohl im 5-Color als auch im schwarz-grünen Token-Decks, die dann praktisch mehr auf Removal mit Bonesplinter funktionieren, schafft sie halt dann das Late-Game fast alleine zu bringen. Ja. Und das ist in einer Karte viel wert. Das Problem ist natürlich, dass sie am Anfang sehr tot ist. Ja. So, ich bin persönlich überhaupt kein Fan von dem. Ja. Was vielleicht so ein bisschen aus alten Zeiten rauskommt. Also damals, als er ein Ravnica-Win war, war er wirklich unüberzeugend schlecht. Aber vielleicht ist er jetzt, weil die Strategie ein bisschen besser geworden ist, viele, viele kleine Kreaturen zu spielen. Ja, also erstmal ist der Booster recht schlecht, finde ich wieder. Ja. Und am ehesten sehe ich hier ein Token-Signal. Ja. Und ein bisschen Affinity, ein bisschen Double Strike. Aber halt so, das ist alles nicht so super krass. Also können wir auch erstmal einfach beim Thema bleiben. Und nehmen diesen Primarch oder lieber den Alien? Ja genau, das ist halt die Frage, das weiß ich zu wenig. Hey, ich hätte jetzt einfach mal die Ankam genommen, weil ich dachte, sie müsste besser sein, aber... Na gut, nehmen wir die Ankam. Das ist nicht eindeutig. Ja. Ich glaube, jetzt müssen wir uns doch erwarmen. Also den ersten haben wir ja gerade durchgegeben, weil vielleicht noch so ein bisschen Option drin war für uns. Ja. Aber mehrere davon durchzugeben, glaube ich, ist ein bisschen... Denke ich ja mit Electrolyze hier die beste Karte. Leichtsinnig. Und das Deck will eigentlich, also der Tali ist auch nicht schlecht für das Deck. Ja. Das davon kriegt man aber später noch ein paar. Also ein, zwei will man davon haben, gerade für dieses Convoke-Thema. In Scatter the Seeds, was drei Tokens macht, oder in Rootkin Alley auch zum Beispiel mal diesen Overrun, der in dem Deck relativ gut sein kann. Selbst der Convoke, der ist ja auch ganz gut.
Also da ist er ja zum ersten Mal playable. Es gibt ja zwei Overruns. Ja, also ich meine, der andere ist natürlich in jedem Deck gut sozusagen. Genau. Und der Convoke Overrun ist dann auch in dem Deck gut, weil dann tappst du halt mal deine 2-3 Eldrazi-Token und Ja. gibst den anderen Kreaturen den Plus. Ja, Practice Recall ist doch recht viel wert, oder? also es war mal 60 Ticks wert, als das praktisch nur in dem einen M10-Set Harris Seeker gibt es ja wirklich nur ein M10 Ja, genau. sozusagen. Und ansonsten hätten wir nur als Option wahrscheinlich diese Summons Genau, hier. Sunlands wäre der normale Pick. Aber wenn wir uns 6 Tickets gönnen wollen oder sowas. Zwei. Ach, zwei nur, der 10er ist also, ja, zwei. Ist albern. Ich glaube, dann nehmen wir die Summons. Sunlands. Passt auch völlig zu dem offenen Thema Krass. des weißen Teils. Also grün sieht relativ offen aus. Wobei, da wissen Ja, wir auch weiß wenn nicht, nicht. ob die Booster stark waren. Also Affinity sieht für mich am offensten aus. Jetzt gerade. Ja. Und auch tatsächlich war Bloodthirst, hatten wir jetzt auch. Ah, mit Den dem Fünfer. Fireslinger und eben dem Minotauren. Das heißt, Blöd. würde man hier eher das Lindo einnehmen, um sozusagen, ich gehe jetzt da drauf, oder sagen wir sind jetzt so tief in Grün, dass wir doch eher den Gnarled Pack nehmen. Kann mir vorstellen, dass man auch in Affinity landen kann. Ich glaube, so funktioniert das. Na gut, dann machen wir es mal. Und ich finde diesen Pack auch einfach schlimm. Dieser Karte geht mir meiner ab. Ja, zu Recht. So viel. Also, sie hätten auch den ganzen Text einfach durchstreichen können und nur Value draufschreiben können. Eigentlich fehlt nur noch, dass sie sich nicht selbst exiled. Aber. Noch immer, immer Ja, weiter. immer weiter. Ja, das wäre gut. Ich glaube, wir müssen hier entweder die Shikari und das Plummet nehmen. Weil mehr bietet es auch gar nicht, ne? Und mit Shikari sind wir eigentlich gar nicht so unzufrieden. Wenn wir es schaffen, eine Axt zu bekommen. Ich finde lustig, dass der Tappen da drin ist. In unserem War Booster. bestimmt die beste Karte im Booster. Ja. Das vor allen Dingen die Karte. Und Grimmer Flickchers da drin, was ist hier passiert? Ne, die Leute haben lieber das Foil auf Ugin und die Awesome Storm genommen. Ah ja, klar. Ich meine, vielleicht haben wir uns Ah. ja krass verschätzt und das Foil auf Ugin ist so seine 30 Tickets wert. Aber lieber nicht. Wir gucken auch nicht. Ich glaube, wir nehmen hier so ein Tardied. Obwohl, wir nehmen aber diesen Tabi-Mail. Wenn wir vielleicht noch mal Affinity landen werden. Sind wir jetzt um den Tali nicht traurig, aber Otherworldly Journey ist hier das Beste. Es gibt auch noch ein Bounce Land. Ich bin ein bisschen verwirrt, was hier abgeht. Thrasher's Gas ist auch was, was man gern spielt, genauso wie den grünen Dings und Smash des Smithereens. Also davon passt es eins meistens ins Main Deck. Ja, man nimmt die, wenn man halt keine guten Aber Karten ich mehr im glaube, Deck das hat. Bounce Land ist Ja. schon eine solide Option. Und dann nehmen wir hier den Gas-Skimmer. Ja, für den Plan B. Aber, Okay. Das Thrive werden wir wahrscheinlich nie spielen. Nö. Also in Leben. Sonst bleiben. Man kann überlegen, das Scribble rauszuziehen, ist ja auch Ah, cool. das ist Fortify, davon wollten wir eins exakt haben. Sehr gut. Manchmal will man sogar schon zwei haben. Also ich habe das Deck wirklich, je nachdem wie man es halt sagen kann, relativ häufig gespielt. In meinen, keine Ahnung, 6, 7, 8, 10 Drafts oder so. Und immer wenn ich das Deck hatte, war Fortify wirklich so gut, dass man unbedingt eins ziehen wollte. Und es ist auch nie so wirklich schlimm, je nachdem wie viele Token man generell man hat. Also wenn man so drei Scatter des Seeds hat, dann ist es auch nie wirklich schlimm, zwei davon zu haben, weil dann machen die einmal 9 Schaden. Ja. Hast du jemals plus 0 plus 2 gewählt? Nee. Ich glaube auch nicht, dass das passiert. Ja, sehr einfacher Pick. Also das ist Celestia Guildmage. Und damit sind wir dann Der mächtigste Mann. zumindest ja, zu einer sehr hohen Prozentzahl aus diesem Affinity Deck raus. Wobei, ich habe den auch für die weiße Aktivierung schon im Affinity Deck gespielt, was ja auch relativ okay ist. Die Weiße ist fantastisch. Dafür muss man halt sorgen, dass man sehr viele weiße Quellen hat, weil der ja dann doppelt weiß kostet. Also Ja. Affinity sieht ja meistens weiß-blau Ja, oder klar. weiß-rot aus. Ja. Und Also eigentlich weiß-blau schon fast immer. ich habe auch sehr gute weiß-rote, also zum Beispiel dieses Dickmann, Fabian Dickmann, bei dem er 3-0 gespielt hat am Grand Ah, Prix, so ein der hat krasses rot-weiß Deck. gespielt, ja. Ja, gut. Das war auch 90% Artefakte. Ja gut, das dürfte relativ einfach sein.
das, was wirklich für dieses Deck wichtig ist, sind die Sachen, die sozusagen kostenlos Token produzieren. Genau. Nämlich Nest Invader und der Viermann, Kozilek's Predator. Genau. Jinx. Und wie soll ich nicht so sagen, ne? Was? Na, kennst du, wenn man verhext ist, dass man nicht so sagen darf? Nevermind. Ich sag dann Jinx, aber. Ja genau, dann darf ich nicht so sagen. Ach du da. Oh, so weit habe ich nie gespielt. Diese Jugend. Also Kozilek's Predator und dann Scatter Deceit und dann natürlich die ganzen Convoke Dudes. Ja. Ich finde übrigens Scatter the Seeds ist so cool, dass ich dann auch manchmal gerne das Venture Rebirth spleche, weil man kann das Scatter so früh spielen und dann wieder kriegen und es macht schon 5 Schaden. Mhm. Aber naja, ist auch nicht so wichtig. Hier haben wir gleich. Den Pick musst du machen. Also, so gut Nest Invader in diesem Deck ist, es wird kein Nest Invader. Weil die die Stärke der anderen beiden Karten offensichtlich in der Schlange und dem Krokodil, ja. Schnappi selbst, und dem Pelakabom viel zu hoch sind. Pelakabom ist eigentlich nicht das, was das Deck haben will. Eigentlich gar nicht. Ich bin auch überrascht, dass du es genannt hast. Also, er ist zwar in der rohen Power, praktisch das Nonplusultra dieses Formats. Ja, ist das mächtigste hier auch im Booster. Aber in einem 5-Color-Deck zum Beispiel wäre das keine Frage. Da würde man ja keine. Und aber in unserem Deck wäre die Alge klar. Und hier dachte, das ist der Nest Invader klar. Aber die Alge ist, also es gibt Spiele, die die Alge selbst gewinnt. Ja. Und es ist auf jeden Fall ein Effekt, den du nicht ersetzen kannst. Der Nest Invader ist zwar wichtig, aber im Durchschnitt nicht unbedingt notwendig. Okay, also ich dachte, der wäre. Du willst halt viele und alle, aber die gewinnt zum Beispiel gegen Falkraner einfach die Spiele, die Nest Invader nicht mehr schaffen können. Ja. Und deswegen ist eine zu haben, glaube ich, wichtiger als hier der zweite Nest Invader. Okay. Ja, ich bin da. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, fand es sehr close. Ich hätte gedacht Nest Invader, wo Alge, Bounceland, aber gleich. So weiß ich auch nicht. Dafür muss man das auch viel mehr gemacht haben. Dafür haben wir jetzt hier einfach gar nichts. Ja, Purge für Sideboard ist ja. Cool. Da würde ich gerne nochmal die Nest Invader aus dem letzten Booster nehmen. Ja. Purge freue ich mich riesig im Sideboard zu haben. Das kann halt eine der mächtigsten Karten sein. Also, das ist schon okay. Na gut. Und hier, glaube ich, nehmen wir einfach noch so ein schönes Sunlands, oder? Ja, solide. Man merkt ja, der Ramp-Plan von links ist relativ offen. Schwarz-Weiß ist auch offen, das wollten wir eigentlich uns ja gönnen am Anfang mit dem Weed. Aber es kann ja da durchaus sein, dass der rechts von uns auch in sowas ist. Wobei wir haben nur relativ späten Thief of Hope gesehen. Glaube ich, so 7 Karten waren noch drin. Wobei man sagen muss, dass die ersten Booster auch sehr schwach waren. Ja, fand ich auch. Aber das, glaube ich, heißt dann hier, dass der 5-Card-Drafter, der ja irgendwo das wahrscheinlich so aus dem Store genommen hat, der hat es wahrscheinlich nicht für Value genommen, sondern für sein Deck, nicht direkt zu unserer Linken sitzt. Also wahrscheinlich so 2-3 weiter. Manchmal ist auch ein 5-Card schwer, Doppel-Weiß, Doppel-Schwarz, aber ja, schon richtig. Alles auch interessant, weil Hikari ist natürlich vom Power Level das mächtigste. Ja. Hat überhaupt keine Synergie mit unserem Deck, aber ist aber viel, viel Flying. Ja. City Blessing hatte Synergie, aber ist halt viel weniger mächtig. Ja, also den ganzen Team plus 1-1 als gratis Effekt noch eine Kreatur zu retten sozusagen. Also du rettest die Kreatur und der gratis Effekt, dass deine anderen Karten noch 3, 4, 6 Schaden mehr machen. Das ist schon stark. Also ja, es wäre ja auch offensichtlich der Pick und es schafft immer das Main Deck, aber für 4 Flieger ist halt auch 4, 4 Flieger. Ja, wobei der Flieger halt eher diesen Vanilla-Faktor übernimmt, weil als ob man jemals einen Arcane spielt und Spirits dann mehr so, um noch Pseudo-Vigilance zu geben. Ja. Und das ist auch nicht das, was eigentlich irgendein Deck jemals machen will. Ja, gut. So, hier ist schon die zweite Pillory, ne? Ja, also, super krass. Also Schwarz-Weiß ist von links sehr, sehr offen. Aber wir sind auch über den Ressilam echt, echt glücklich. Und also langsam, ich meine, wir haben ein paar wenige Karten. Wir haben 6, 9, 11. Das ist jetzt die 12. Wahrscheinlich, wenn wir uns über das Fortify nicht ärgern. Aber man merkt, wir haben relativ viele Picks am Anfang verschwendet, aber dadurch, dass natürlich so eine Prestige-Formate, nicht nur so. Also so Best-of-Karten sind natürlich immer sehr stark und sehr tief. Ja. Und dann lohnt sich das Surfen viel mehr als jetzt eine Strategie zu forcen, weil man einfach auch mit vielen verschwendeten Picks noch in den Deck zusammenkommt. Ja, ist richtig. Und das, also hätten wir da
ja, entweder Spirit-Sachen oder mehr Token-Picks gehabt, hätten wir die auch genommen. Aber es war halt, oh, es könnte wirklich komplett trocken sein. Ja. Gehen wir lieber jetzt schon mal raus, um safe zu sein. Und in solchen Formaten wird man natürlich auch mehr dafür belohnt, die Strategie zu finden, die wirklich weit offen ja. ist. Also, ja, klar. Im Endeffekt gibt es natürlich nicht das beste Deck per se, wobei man schon meistens sagen kann, dass ein Deck-Typ, sagen wir mal, wenn jetzt Grün-Weiß-Tokens offen ist, dann ist das stärker als das beste Affinity zum Beispiel. Ah, okay. Als Aussage, ob es richtig ist, weiß ich nicht, aber die Aussage bringt einem nicht viel, ja, weil, man muss immer noch das draften. Weil man natürlich diese Entscheidung in dem Draft zwar nicht hat, aber das beste Deck, was offen ist, ist meistens immer besser als das geforste Deck. Ja. So. Ja. Sonst ist das Draft-Format einfach schlecht. Ich glaube, wir nehmen hier eine von denen. Ah, okay. Ich mag sie persönlich nicht sehr. Ja. Aber wir haben schon so ein Purge und die ist im Sideboard auch relativ gut gegen diese roten Aggro-Decks. Okay. Also, wenn man dann so 7 Leben macht, kann das was, weil die können schon schnell sein und auch zu einem Thema schneller, wo so ein, zwei Züge halt den Unterschied machen. Ja, das ist ja auch recht erstaunlich, finde ich, der Booster. Ja, hier ist eigentlich auch gar nichts, aber wir nehmen hier mal so Minotaur raus. Hm. Und dann... Mighty Leap ist was wir auf jeden Fall nicht haben wollen, weil ja, wir eher auch in die Breite gehen als in die Tür. Wir haben auch jetzt nicht viele Spirits, also Spirit Deck wäre, glaube ich, von der Seite echt cremig geworden. Aber hier nehmen wir mal den raus, weil der grün potenziell... Ja, obwohl, ja, der ist natürlich... Er ist gar nicht schlecht, ich glaube, den nehmen wir hier, weil wir haben auch einzelne Karten, die durchaus sehr groß werden können. Also ich glaube nicht, dass der im Moment im Main Deck passt. Boah, jetzt die Infection. Die war eigentlich... Wow. Die war eigentlich gar nicht so schlecht damals. Ich bin ein bisschen überrascht, wie der Draft aber so läuft, weil also links und rechts die Booster sind komplett unterschiedlich. Ja. Und jetzt haben wir von links das Token Deck zwar ein bisschen bekommen, aber auch nicht so massiv. Und wenn es jetzt auch wieder nicht so kommt, dann haben wir jetzt ein Riesenproblem. Das ist so gerade meine Befürchtung. Also von links war es eigentlich schon okay. War schon gut. Ja. Ja. Da war ich auch glücklich drin zu sein, aber... Jetzt zum Beispiel ist nicht mehr so. Nee. Booster öffnen müssen wir noch üben. Ja. Ja. Ich glaube, die Restless Apparition kann man auch für drei Weiße spielen, aber das ist hässlich ohne Ende. Boah, das ist nicht sehr schön, ne. Ja, vor allem mit zwei doppelgrünen Karten. Aber wenn die da nicht wären, glaube ich, hätte ich die genommen. Alter Schwede. Ja. Also das Einzige, was wir so ein bisschen als Option haben, wäre dieser Rune Servitor, der wenigstens noch eine Kreatur darstellt, aber unser Zweidopp ist ja eigentlich schon... Flayer Husk ist auch irgendwo eine Kreatur. Ja, aber du willst halt nicht meistens deinen 1-1 Tokens plus 1-1 geben. Er erfüllt halt so ein bisschen auch diesen Effekt von diesem grünen Mann. Ich meine, ja, ist jetzt nicht schlecht, das ist doch ja schon relativ schlecht. Ist schlecht, ja. Er ist schon nicht so das Schlimme. Wir haben gar kein Otherworld Journey, das könnte man reinbauen, mal auch eine Phalanx reinbordet. Ja, ich glaube, wir nehmen immer den Flayer Husk und freuen uns. Ich meine, es ist immerhin Foil, weißt du das? Ah ja, ach, hättest du das eher gesagt. So, und dafür haben wir jetzt wieder diese, es ist wieder Entscheidung, auch, ne? Genau, also diese... Drei Karten, die sofort main werden. Scoot Mob ist echt absurd. Ich glaube auch, lass den mal nehmen. Und es wirkt gerade noch nicht so, als wenn der Nest Invader das Deck besser... Also, wir haben nicht so viel Token. Wir sind gerettet. Wir haben den Nest Invader. Ja. Wir sind so ein bisschen zu good stuff, leider. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist. Also wir haben nicht die Sachen, die uns sehr belohnen. Also nicht mehrere Scions und keine Skept und nicht so viele Convoke-Karten. Das ist ein bisschen schade. Und das eine Siegel nur. Aber da haben wir zumindest jetzt einen relativ einfachen Pick. Weil der Soliter ist eigentlich so ein bisschen das, was wir haben wollen. Ja. So seine sein Removal in Form von Kreatur. Ja, das ist schon gut. Das ist schon super. Oh, diese Outcasts sind auch so. Die sind ekelhaft. So schön. Aber getappt bringen sie auch nicht so viel. Also gewinnen wir den Kampf. Wir tappen einfach alles, genau. Ich finde halt gut, dass, also ich finde oft die grün-weißen Decks, die dann nicht gewinnen, sind halt die nicht so nicht genug Removal haben, was halt oft sehr schwer ist. Ja. Aber jetzt mit Sunlands im Early und So Eater im Late fühle ich mich sehr gut damit. Und dann
weiß auch nicht genau, wie wir gewinnen. Oh ja, mit zwei Gatemails gewinnt man auch einfach. Und deshalb finde ich alles super. Das war das Fazit, weil ich mir schon vor dem Booster gedacht habe, natürlich. Wow, also dieser Gatepage ist ja, es ist unglaublich stark. Vor allen Dingen, das ist ja auch wirklich so eine Glanzkarte, die in jedem Teil des Spiels glänzt. Ja. Also du kannst ihn früh legen, wenn er dann schon auf 4 ist, dann macht er das Team größer und vielleicht ein Token, wenn du nichts zu tun hast, selbst in Turn 15 oder so. Ja, meistens heißt es, oh, alles ist unblockbar, der Gegner kann nicht angreifen und wenn man nur chillt, macht man sich Tokens. Also es ist einfach absurd. Ja. Und dann ist halt wieder das. Und dann ist das. Und dann dieser Booster. Spielt man Off-Color Bounce Dance? In so einem Deck vielleicht. Das ist halt nicht genau Off-Color. Ja, genau. Also halb Off-Color wäre es ja nur ansonsten. Wir haben auch wirklich gar keine Spiel. Vielleicht nehmen wir einfach dieses Carapass ja, auf. Das ist gut auf Tokens. Das ist auf Tokens okay. Wir haben auch so einen allein mit der wir hoffentlich, dass er noch rausfliegt. Shikari, der... Achso, ja. Also wenn die eine schlechte Karte nur besser wird durch die andere schlechte Karte, ist das nicht so super? Also Carapaz ist nicht so schlecht. Ja. Vielleicht kriegen wir sogar noch den Sunforger wieder. Ja, also wir picken jetzt hier das Carapaz. Und der Sunforger kann auch schon mal ein bisschen Trouble machen. Vor allem, wir könnten sogar Race the Alarm spielen und Sigurd's Blessing, wenn wir rot haben. Das ist wieder ein bisschen es wird grün. So ein bisschen... Okay, der Vordermann muss eigentlich grün sein, oder? Aber dann ist halt auch die Frage... Ja, vielleicht ist er einfach ein grün gegangen. So Graft ist hier offen, aber mehr wissen wir auch nicht. Das sind auch nicht unbedingt die guten Grafter. Ne? Ja. Das sind nicht die das Deck gut machen, die man haben will. Also hier darfst du auf irgendwas klicken. Das ist mir egal. Ja. Ich würde gerne auf nichts. Nichts. Reroll. Spielen wir zwei Flayer Hass? Wahrscheinlich nicht, oder? Machen wir irgendwas fürs Sideboard? Wir nehmen mal... Ach, keine Ahnung. PvP ist gut gegen uns. Ja. Ich glaube, ja, Sundering V-Tail kann man mehr entdecken. Aber ich nehme hier das Race Dealer. Ja, wenn wir jetzt überhaupt keine Möglichkeit hätten, mit irgendwas umzugehen. Also sagen wir mal, das Deck wäre besser, weil wir jetzt drei Scattered Seeds haben, zwei Science und kein Removal, würde ich hier glaube ich auch das Sunray Vita nehmen. Ja. Aber in unserem Fall müssen wir halt irgendwie hoffen, dass unser einer Sign oder die eine... Ja, da kann nichts schief gehen. Haben wir denn Spirits? Kriegen wir irgendwas wieder? Jetzt von dem Starter? Gar nichts, ne? Okay. Ne, ist ja okay. Aber wobei der eine Strider, haben wir haben nicht mal einen, wir haben das als Arcane. Ach, der holte gar keine Arcane. Nevermind. Das ist ein Trauerspiel. So ein Fortify wäre noch ganz gut. Da können wir jetzt wenigstens was mit den Token anfangen. Wir nehmen hier mal den da raus. Weil er einfach zu casten ist und unsere Token auf. Also Fortify muss auf jeden Fall ins Deck. Und jetzt noch ein zweites Fortify und dann ist schon das ist schon der Traum. Siehst du das auch? Du hast seltsame Träume, aber... Ah ja, das war der Booster, der auch schon... Immerhin alles, was wir erweckt haben, ist noch drin. Das finde ich schon erstaunlich, aber es war auch schlimm. Ich würde das Journey mal nehmen. Also... Ja, was können wir denn Journey? Wir können unsere Guildmages Journey. Das ist okay. Ansonsten ist halt nicht viel los, ne? Sion, also zu wetten ist ganz cool. Also, es ist bis jetzt im Sideboard, aber ich glaube, wenn auch noch die Phalanx reinkommt und der Gegner viel hat, dann kann man spielen. Wollen wir das spielen? Ich glaube, es ist unplayable, aber tu es mal rein. So gut ist unser Deck, dass vielleicht playable geworden ist. Gerade in dem Moment. Ja. Es gibt auch noch eine Foil, ich weiß, dass du die magst. Den da? Also die nur bei den Sachen glitzern. So, oh ja, ja. Ne, wir nehmen mal das Thriving Play. Wir haben übrigens noch die Möglichkeit, einen Kaizel zu spielen, falls du Bock drauf hast. Ich hab, ja. Tumble Magnet geht auch noch. Haben wir. Glintalk Idol, was man immer aktivieren muss. Aber wir haben recht viele Artefakte. Ja. Weiß bezahlen ist nicht so schlimm. Ah! Fortify, der sind, Traum. Wir sind gerettet. Der Traum. Jetzt nur noch 18 Land im Agro-Deck. Ja.
lief nicht so. Mighty Lee. Ach, ist doch okay. Also, zumindest so schlimm lief es jetzt auch nicht. Nö. Nö, ich sehe, man sieht, dass du nicht häufig draftest, weil es gibt wirklich Decks, da darf man sich nicht beschweren. Ich beschwere mich nicht. Ich bin nur grundlegend sarkastisch. Herr Doktor. Ja, jetzt müssen wir noch eine quasi Sideboard-Karte rein. Ich glaube, wollen wir in dem Deck, ich glaube 17er, da können wir verantworten, weil wir mit den beiden Guildmages und dem Wolfbriar doch einen guten eine gute Möglichkeit haben, da Mana reinzuschieben. Ja. Und wenn wir etwas lieben, dann ist es Mana reinschieben. Ja. Immer doch nicht so geglückt. Das fühlt sich ein bisschen an, als ob du jetzt so all das immer sagen willst, was sie immer mir immer verboten hat. Ja, das war echt krass, weil der hat mich mal geschlagen, dann wollte es aus. Nein, aber was tun wir jetzt einfach ein? Also ja, ich weiß auch nicht, wie viele Drafts sie immer gemacht hat. Wenn du schon einen so einen Kommentar gemacht hast, ist natürlich der Draft ruiniert. Weißt ja, du? Dann ist auch Simon direkt in dem Job, Insta, nächster ja. Draft. Und dann wird er geguckt. Ich wusste nicht, dass er auch viel als Zuschauer, aber... ja, ich habe hier schon mal unsere Möglichkeiten geheilt. Ja. Ich glaube, das Keizel macht leider nicht sehr viel. Tatsächlich sah das Grass und Sealed auch nur richtig gut. Ich weiß nicht, ob man es tatsächlich im... Boah, es gibt schon viele Targets. Es gibt mäßig viele Targets, aber man will natürlich eher einen Instant haben, weil man dann so ein bisschen noch diesen Comic-Faktor raushängen lassen kann, was ja auch wichtig ist. Und natürlich, wenn du, wenn der Gegner ein Artefakt spielst und du es Hand hast, auf der Hand hast, kannst du End of Turn spielen, statt in deinem Zug. Das passiert ja mit dem Grasp wirklich, dass du manchmal deinen Zug einfach dafür ausgeben musst. Ja, genau. Und dann weiß man natürlich nicht so, ja, wie wichtig ist jetzt zum Beispiel das Enchantment wegmachen, weil es gibt nicht so viel. Es gibt einen Narcolepsia und den Arrest. Und das Leben ist halt... Also von der Option ist es das drittstärkste. Dann nimm mal die Phalanx. Und man will es eher nicht im Endeffekt spielen. Ja, nimm mal die Phalanx. Weil dann haben wir jetzt 15 Kreaturen, glaube ich. Wir können dann überlegen, mit der Journey, wir haben schon ein paar Kreaturen, die wir wirklich haben wollen. Ne? Also wir wollen unsere beiden Guildmates beschützen, wir wollen den Scoot Mob beschützen. Ja. Wir wollen einen Scion leben lassen. Das Biomental ist jetzt nicht so wichtig, wenn es mal auf dem Tisch liegt, dann hat es eh schon was gemacht. Aber den da zum Beispiel, ich meine, das ist ja effektiv unsere Gewinnkarte. Ja, und das ist schon richtig, aber genau, aber das, da müssen wir jetzt entscheiden. Wir haben schon auch alle Decks, ne? Ja, gut, dann so. Und wir haben, im Moment haben wir 12 Kreaturen plus 3 Raise the Alarm, das sind 15, plus ein Flayer Hass, das sind 16. Das sind nicht viele, ne? Nee. Also vielleicht wollen wir dann doch eher die Kreatur haben. Ja, das Journey, wenn halt mal nichts liegt, dann reduziert es halt irgendwie nach, ist halt schlimm. Oder ich spiele mal 16 immer. Beide jetzt noch rein. Ja, da bin ich gegen. Okay. Dann ist 1 zu 1. Nee, du hast Journey auch die Phalanx wieder rein. Es gibt auch viel Aggro. Jetzt im Draft. Und dann spielen wir die Boros Garrison? Ach ja. Meinst du? Ja. Und dann teilen wir das in einem guten 7-8. Na, auf jeden Fall mehr Grün. Insgesamt? Ja, wir haben das Briar Elemente, also würde ich auf jeden Fall. Und wir haben alle Doppelkostenkarten sind grün. Also so. Ja, da sind wir bei 9-8 bislang. Wir brauchen nur ein weißes effektiv. Genau. Oder später mal schon zwei ein bisschen weiße. Bock auf 10-7, aber muss man auch nicht. Ah, oh, ich finde es so schön, dass sie die schönen Länder machen. Also Foils machen nicht an, aber solche hässlichen Anhängschlitten. Was ist das denn für ein Random Disc? Es ist jetzt, was wird denn lieber? Genau. Ja, es ist natürlich, generell finde ich die ist Ästhetik in Magic nicht so mein Fall. Also wir leben, drücken lieber schnell Submit. Bis zur ersten Runde. Wir spielen jetzt 9-7, ja? Ja. Okay.